man froh nach Hause und hört Radio, liest genau die Zeitung und spricht ab und zu auch mal mit seiner Frau. Stunden ziehen, Stunden fliehen, ausgeschaltet hat man Radio Budapest und Wien, überhört, dass die Frau was fragt, steht dann plötzlich auf und sagt, ich geh bloß mit dem Hund herunter und bin in 5 Minuten wieder da. Denn ist man erstmal mit dem Köter unten, dann schreit der Herr und auch der Hund, hurra! Dann zieht das Hündchenherrchen an der Leine, gleich um die Ecke links, wo Wirtshaus steht. Zieht er ihn durch die Türe, durch die Kleine, dann wird es meistens nett und furchtbar spät. Dort an der Theke sitzen lauter Männer mit nem Hund, die rauchen, skaten, schwitzen und fühlen sich alle sehr gesund. Die gehen bloß alle mit dem Hund herunter und sind in 5 Minuten wieder da. Doch kommen sie des Morgens blau nach Hause, dann schreien sie auf, doch nicht hurra. Eines Tags kam Herr Kraus wirklich erst um 6 nach Haus. Es war klar, trotz schönsten Wetters, dass ein großes Donnerwetter war. Beim Kaffee, da fing dann eine neue Predigt nun zum zweiten Male an. Doch oh Schreck, der kleine Hund war weg, er steht ruhig auf und sagt, ich geh bloß zu dem Hund herunter und bin in 5 Minuten wieder da. Denn ist man erstmal bei dem Köter unten, dann schreit der Hund und auch der Herr, hurra! Dann zieht das Hündchenherrchen an der Leine, gleich um die Ecke links, wo Wirtshaus steht. Zieht er ihn durch die Türe, durch die Kleine, dann wird es meistens nicht und furchtbar spät. Dort an der Theke sitzen lauter Männer mit nem Hund. Sie rauchen, skaten, schwitzen und fühlen sich alle sehr gesund. Die gehen bloß alle zu dem Hund herunter und finden wirklich weiter gar nichts dran. Und kommen sie gelegentlich nach Hause, dann fängt das ganze Spiel von vorne an.